So Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Platin Together. Wir sind hier im Duellturm, wenn ich das richtig sehe. Ja gut, hat es der Kurt das letzte Mal nicht allzu weit geschafft, aber immerhin. Na gut, dann wollen wir einfach mal weitergehen. Dazu müssen wir jetzt erstmal hier aus der Kampfzone raus. Ich finde die Musik hier übrigens toll. Wie sieht denn das Pokémon-Team aus? Das ist fit. Okay, das passt. Ja gut. Nachdem Wupan ja den Kraxler kann, können wir ja auch weitergehen. Kraxler ist die einzige VM, die wir jetzt weiterhin benötigen werden, neben Surfer. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir Kaskade auch brauchen, aber erstmal schauen, was hier oben ist. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob hier überhaupt was ist. Ja, hier ist ein Item. Ein Schafzahn. Ich bin mir ziemlich sicher, war das das Ding, das flinchen lässt, oder war das das, was die Crit erhöht? Ich meine, das war das, was flinchen lässt. Hier gibt es auf jeden Fall wilde Ibitak. Level 48. So. Dann die beiden hier machen Doppel. Machen wir doch einfach mal. Zerschneider haben wir jetzt nicht dabei, aber das ist mir jetzt auch egal. Das Item da hinten, das ist sowieso relativ uninteressant. So, okay. Ein Vogelfänger und ein Pokémon Ranger. Und ja, wir im Programm sucht dir immer die besten Zeitpunkte aus, um deine Scans anzufangen. So. Okay, da machen wir erst einmal eine Aurasphäre auf das Geradax und dann was machen wir auf das Schwalbini? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, dann machen wir halt Nairos da drauf. Ist ja nur ein Schwalbini, so viel kann das nicht. Schwalbos wäre ein bisschen gefährlicher. Das reicht sogar. Ich weiß ja, dass Schwalbini nicht sonderlich viel aushält, aber so wenig, dass es sogar von einem Aeroas von Wendigo gekillt wird. Was jetzt mal mit Abstand unsere schwächste Attacke ist. Okay, der bedroht uns. Gut, mach mal eine Aurasphäre auf das Porenta und du schaufelst dich einfach mal hier ein. Na gut, die Fähigkeit von Nick war sowieso nicht wirklich wichtig. Also ist mir es egal, dass du die jetzt unterdrückt hast. So, dann kriegt das Taubos auch noch eine Aurasphäre. Das Taubos, das überlebt, war mir irgendwie klar. Und bei Arbok, okay. Ja. Flügelschlag, gut. Sollte. Ja, da steckt er locker weg. So, dann einmal Turbo-Tempo hier drauf. Und ein. Wobei. Wir machen das andersrum. Wie machen wir das denn? Finsteraura aufs Arbok. Aeroas aufs Taubos, das sollte nämlich reichen. So. Dann haben wir die zwei besiegt.
Schauen wir mal, ob wir es in der Folge noch bis ins Überlebensareal schaffen. Ein Phlegmon, okay. Der kriegt erstmal eine Fensteraura. Dann haben wir jetzt endlich Level 56 für unseren Nick. Und ein Lamus kommt. Haben wir da irgendwas Effektives dagegen? Nicht so wirklich. Dann lassen wir unseren Nick drin. Weil Lamus ist in der physischen Verteidigung einfach extrem stark. In der speziellen zwar auch nicht ohne, aber doch ein gutes Stück schwächer als in der physischen. Daher will ich da lieber speziell draufkloppen. Und spätestens ab jetzt ist es auch in der speziellen viel zu stark. Aber eine Finsteraura reicht jetzt auch aus. Macht jetzt noch halb so viel Schaden wie vorhin. Haben ja über zwei Drittel gemacht eben. So. Chris müsste auch mal nach vorne. Der ist auch nur Level 55. Was haben wir hier hinten? Moment mal, geht's da weiter oder geht's da oben weiter? Das weiß ich hier nie. Moment, wo kann man hier hinsurfen? Okay. Ist das jetzt eine Abkürzung gewesen oder? Auf jeden Fall gibt es hier noch ein KP Plus. Sah mir aber danach aus, als ob es auf beiden Wegen weitergeht. Aber Flucht gescheitert. Ja gut, Chris ist ein bisschen zu langsam für einen Ibitak, auch wenn er 6 Level über ihm ist. So, ja. Dann geht's jetzt hier weiter. Über die Brücke drüber. Moment, ist hier ein Item? Nö. Ist hier eins? Ja, hier ist ein Riesenpilz. Ich mag diese Route übrigens. So richtig schön verschachtelt auf mehreren Ebenen. Genau mein Ding. So, von einem Mashok wegzulaufen sollte jetzt aber definitiv kein Problem sein, weil Mashok ist arschlangsam. So, da haben wir den nächsten Trainer. Hey. Bleib gefälligst stehen, wenn ich mit dir kämpfen will. Ein Panzer-Aeron. Ja gut. Das ist mal einer dieser wenigen Momente, wo ich den Donner benutzen will. Einfach mal, um seine stärkere Verteidigung zu umgehen. Ein Donphan, ja gut, da bleibe ich mit Chris jetzt definitiv nicht drin. Donphan, mach mal mit Whitey, der ist gegen seine Step-Attacken resistent, also immun besser gesagt, wegen seiner springenden Schwebe. Und den kriege ich auch mit ein paar, mit ein, zweimal Sondersensor kaputt. Und Donphan hat auch eine ziemlich enorme physische Verteidigung. Na gut, es reicht sogar ein Sondersensor aus. Ein Entoron, ja, da darf unser Chris jetzt wieder. Der kriegt einfach einen Funkensprung und dann sind wir hier schon fertig.
Chris müsste sowieso bald noch seinen Ladungsstoß lernen. Ich weiß nur nicht mehr genau wann, aber ich meine 56 könnte es gewesen sein. Hier liegt ein Beleber rum, das ist auch schön. Nächster Trainer bitte. Ein Starmie. Egal mit was wir jetzt da draufholzen, es ist sehr effektiv. Na gut, der macht erstmal eine Psychokinese, die sollte zumindest ein bisschen wehtun. Ja, das dachte ich mir. Und Starmie ist einfach mal nicht ohne. Einfach mal hoffen, dass das ausreicht. Starmie hat ja relativ gute Verteidigungswerte, auch wenn es ziemlich wenig KP hat. So, da haben wir Level 56 für Chris. Und ja, da kommt der Ladungsstoß. Und ja, wir vergessen den Donnerzahn bitte. So, ein Vibrava kommt in den Kampf. Ja, da bleibe ich definitiv nicht drin. Und der einzige, der effektive Attacke dagegen hat, ist ein Neo, aber der ist schon 57. Den will ich eigentlich mal eine Zeit lang hinten lassen. Deswegen mache ich das mit Whitey. Einfach weil der sonst von uns allen den stärksten Angriffswert hat. Oder Spezialangriff in seinem Fall. Dann kommt Wendigo jetzt einmal mal nach vorne. Was haben wir hier drin? Oh, ein Tafelwasser. So. Habitax gibt's hier auch noch, okay. Okay. Ein Pinsir. Ja, da müssen wir mal wieder mit Aeroas drauf. Bezweifle zwar, dass das für einen One-Hit reicht, aber... Ja, das dachte ich mir. Pinsir hat ein bisschen zu gute Def-Werte für sowas. Schwerttanz. Okay. Boostet der da einfach seinen Angriff? Aber mal schauen. Bringen wird es ihm wahrscheinlich nichts mehr. Ja, wir machen es eh in Volltreffer. Der wahrscheinlich sogar nicht mal nötig war. So, ein Landturn. Ja, da bleiben wir doch drin. Landturn hat eh nur eine einzige Schwäche. Die können wir hier mit Wendigo super ausnutzen. Aber nee, Moment, das hat zwei Schwächen. Die andere wäre Boden. Ui, der überlebt das sogar. Ja gut, Lanton hat gute Defwerte, also vor allem enorm viel KP. Okay, das riskieren wir. Manchmal zahlt sich's aus. Und selbst wenn wir uns selbst gehauen hätten, so viel Schaden hätte das nicht gemacht. Bei unserer enormen Def zieht uns das selber nicht so viel ab, auch wenn Wendigo relativ viel Angriff hat. Wenn wir keinen Zerschneider dabei haben, müssen wir wieder durchs Gras. Also bis zum Überlebensareal schaffen wir es auf jeden Fall noch. Ich hätte vielleicht einmal mal einen Schutz reinwerfen sollen. Ein Radikal. Ich werfe
werfe jetzt auch einfach einen Schutz rein, weil es mir jetzt reicht. Wir haben noch hier noch welchen. Wo ist er denn? Da ist er. Ein Grünstück. Da sind noch Bären, die kommen aber auch nur mit Zerschneider ran. Hier ist noch was zum Kraxeln. Und ein Trainer, der hier oben auf uns wartet. Das ist dann wohl ein Drachenprofi. Ein Knaxel hat er. Na gut. Das kriegen wir mit unserem Wendigo sogar noch relativ gut tot. Der hat zumindest keine Pflanzenresistenz. Der Bodentyp gleicht das ja, gleicht er die Resistenz vom Drachen hier wieder aus. Er schaufelt, okay. Dann tricksen wir ihn jetzt einfach aus und schaufeln ebenfalls. Dann geht sein Schaufler nämlich daneben und wir treffen danach. Das könnte sogar schon reichen, wenn es gut ausgeht. Ja, tut's auch. Und Level 57 für Wendigo. Sehr schön. Und er versucht Grasflöte zu lernen. Die ist mir leider ein bisschen zu ungenau. Ein Altaria kommt in den Kampf. Okay. Mit wem machen wir das? Machen wir das mit Whitey. Will erstmal wieder alle aufs selbe Level bringen. Und ein Sondersensor. Altaria sollte das jetzt mit ziemlicher Sicherheit überleben, weil das Viech hat eine ziemlich gute Spezialverteidigung. Ja, das dachte ich mir. Den sollten wir aber auch überleben. Altaria hat zwar auch einen halbwegs guten Spezialangriff, aber jetzt auch nicht so besonders. Das. Whitey ist ebenfalls Level 57. Dann ja, bleiben nur noch Nick und Chris. Hier mal ein Funkelstein. Braucht man, um Kirlia zu Galagladi zu entwickeln und Schnäppke zu Frostedie. Und dann sind wir hier im Überlebensareal. So. Ein bisschen Zeit habe ich ja eigentlich noch. Ich kann ja schon mal auf dem Weg Richtung Karlberg gehen. Oder ich mache hier einfach noch den Teil hier oben. So. War hier nicht der Typ wieder so ein Move-Tutor? Ja, hier war ein Move-Tutor. Ja, das war immer noch so, dass man hier sagen musste, welche. Okay. Lebensschelle oder Eisenabwehr, da finde ich. Ich schaue jetzt einfach mal durch, was der für unsere Pokémon hat. Was hätte er dann für Chris? Lebensschelle, Kraftkoloss, Ampelleuchte. Hui. Was willst du dafür? Nicht genügend Scherben. Okay. Steht das in dem Buch vielleicht zufällig drin? Oder steht es hier? Moment, okay. Für Kraftkoloss, was bräuchte man dann? 8 Purpurstücke, okay. Was gibt's denn hier insgesamt? Lehmschädel, Walzer, Kraftkoloss, Eisenschädel, Nassschweif, ui, nett.
Magensäfte, Notsituation, Wutanfall, Antikraft, Ampelleuchte. Oh, Erdkräfte gibt's hier auch. Mülltreffer. Oh, ich habe gar nicht gewusst, dass die Attacke in Gen 4 schon existiert hat. Windhose, Samenbomben, Eisenabwehr. Wie viel bräuchte man dafür? 4. Moment mal. Wie viele von denen haben wir? Kann man hier leider noch nicht sortieren. Purpurstück waren die, ne? 7. Okay, wenn wir noch ein Purpurstück finden, könnten wir wahlweise unserem Chris einen Kraftkoloss beibringen. Oder wir sagen einfach Scheiß drauf und bringen unserem Wendigo jetzt Samenbomben bei. Also, gut, der kriegt zwar sowieso noch seine Laubklinge, weil bis Level 70 kommen wir hier noch, aber... Also, auf 71 lernt er so, aber die Sache ist halt... Was gibt's denn hier noch? Moment, einmal zu schnell gedrückt. Noch irgendwas, was interessant für irgendjemanden wäre. Was kann... Da braucht man 6 Purpur und 2 Grün. Okay. Also ich würde fast sagen, wir warten darauf, dass wir noch eine 8. finden und bringen dann unserem Chris einen Kraftkoloss bei, weil dann hat der noch eine anständige Kampfattacke. Alles klar. So, ich gehe jetzt, stelle mich jetzt einfach ins Überlebensareal, stelle mich mehr oder weniger mal in diese Richtung, damit Koto weiß, dass es hier weitergehen muss. Also dann, wir sehen uns dann in der übernächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!